Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link to the Past. Wir sind hier in meinem wunderschönsten Eispalast. Der ist toll, ja, der ist toll. Ich weiß gar nicht, was ihr gegen ihn habt, der ist toll. Diskriminiert ihn nicht so. Ja, genau. Denn der Eispalast ist toll. Die Bomben können wir gleich brauchen, wollte ich gerade sagen. Bitte? Hallo? Dann nehmen wir einen. Nein, wir wollen eine Bombe. Komm, zack. Geh durch. So. Warm. Ja, warum habe ich die Bombe jetzt wieder weg? Weil ich sie nochmal brauche, deswegen. Machen wir kurz für mich ein bisschen lauter. Gut, Leute, ich bin wieder da. Ich bin irgendwie gerade aus Versehen aus meinem Video wieder rausgegangen. Ich schneide euch das natürlich raus. So. Kannst du die Leute nicht durch das Schwert alleine vernichten? So, das Skelett sich zu fahren, nicht zu fahren. Soll heißen: Schwert, Bombe. So. So. Stirb! Geht's jetzt noch weiter runter? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Das ist ja fast schon gut so. Oh, nicht der Teil. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich hoffe sehr, dass man jetzt meinen Cursor nicht gesehen hat. Oh. Nett. Äußerst nett. Ein kleiner Schlüssel. Gut. Und los! Go, 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 Link! Link! Gut. Huh? Und weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Her mit dir. Du machst hinten die Tür auf, oder? Ja. Dann gehen wir mal runter in Kellergeschoss Nummer 3 und töten hier alles, was sich bewegt. Ist jetzt aber nicht gerade synchron gesprungen, finde ich nicht toll von euch. Hoffentlich landet ihr wenigstens synchron. Ja, synchron seid ihr gelandet. Sehr schön. Na komm, lauf, 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 lauf. Wow, 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 wow. Auch nett. Erreichst du mich nicht, oder? Nein, natürlich nicht. What the f... Ach, die kann ich nur mit dem Feuerstab besiegen. Interessant zu wissen. Das hatte ich wohl wieder vergessen. Dann rüsten wir ihn mal aus. Bam! Hallo? Wie viel ziehen die ab? Also das muss ich mir dann unbedingt im Video, wenn ich mir das Video anschaue, unbedingt aufpassen, wie viel die abziehen. Würde mich jetzt einfach mal interessieren. Da kann ich noch weiter runter. Aha! Winkt mir nichts, ich habe nicht mal die großen Schlüssel. Gut, hier ist... Da brauche ich den großen Schlüssel. Da habe ich einen kleinen Schlüssel, das ist schon mal gut. Kleine Schlüssel sind auch immer gut. Okay, dann gehen wir jetzt hier nach unten. Na komm schon, Link!
Okay. Das wird nicht einfach. Link! Link! Nein! Oh, wieder. Uiuiui. Mach's halt nicht so dramatisch, Link. Nimm einen Kalenderschlüssel. Ausgezeichnet. Sieht's denn aus? Habe ich eigentlich noch eine Fee? Eine müsste ich noch haben, oder? Ja. Eine habe ich noch. Ich nehme mal an. Ah, nimm's aus. Nimm's her. Ach, toll, 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 toll. Alter! Bist du irgendwie hier. Jack LaLanne oder sowas, hä? Huh? Wer ist Jack LaLanne? Alter! Wie viel die abziehen? Klar, das Feuer von dem Stab da macht dir nichts aus, aber wenn ich dann mit um einiges weniger Feuer auf dich schieße, das tötet dich. Schönes Spiel. Schön Nüsse. Gut, was ist hier? Alles klar. Und los. Na komm, komm, komm. Okay. Und hier hoch. Okay. Hier ist. Ah, da ist noch was. Was haben wir denn da? Zack. Spike. Pass auf, dass sie deine magischen Kräfte nicht so schnell erschöpfen. Wenn du kein Zauberelixier besitzt, dann geh sparsam mit deiner Magie um. Überanstreng dich nicht. Ach, ich hab halbe Magie, also. Also, das ist halb Magie. What the fuck? Hier, sparsam. Wer will bitte sparsam mit Magie umgehen? Ist ja langweilig. Und jetzt? Ach ja, nee. Bin auch ein Depp. Und zwar zuerst dich. Und dann darüber. Im Übrigen, weiß ich echt nicht gerade nicht, was hier für ein Boss ist. Erstens. Und zweitens, welches Item ich hier krieg. Weiß ich beides nicht mehr. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Alles klar, da weiß ich schon mal, wo ich bin. Na toll! So. Und darüber, und was ist da drin? Ein kleiner Schlüssel. Das wusste ich nicht, das wusste ich nicht. Und rüber da. So. Und eine Bombe. Und währenddessen gähnen. Und die Bombe bringt nichts. Oh, du schon wieder. So, stirb mal schön vor dich hin. Aber bitte leise. Oh ja, das ist freundlich von dir. So. Na toll, jetzt bin ich ein Hase. Cat? I'm a Kitty Cat. Oh. Ja, der Kitty Cat tanzt, ja. So, und weg mit dir. Okay. Könnte ich jetzt hin? Also hier war das, wo ich ziehen muss. Alles klar. Kann ich hier auch ziehen? Nur dass das wieder aufgeht. Alles klar. Okay, jetzt bin ich hier. Okay. Mhm. Wo komme ich denn da hin? Nein, da will ich nicht hin. Oh nee. Hier geht's alle down. Ich weiß schon, wie ich lang, wo ich jetzt. Als nächstes hingehen. Halt, 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 dich will ich haben. Wunderschön.
Und ich übrigens, der Spike erzählt jetzt mal wieder was über sein Privatleben, denn ich freue mich sehr auf heute Abend und das will ich euch natürlich mitteilen. Obwohl ihr dieses Video nicht heute bekommen werdet, sondern erst in weiß Gott wie vielen Tagen, Wochen, Monaten, Jahren. Denn heute Abend gibt es einen wunderschönen DVD-Abend. Ja Leute, DVD-Abende sind toll also. Kann ich euch eigentlich nur empfehlen. Schnappt euch ein paar Freunde und macht einen DVD-Abend. Das ist was absolut Traumhaftes, sage ich euch. Hallo? Wum. Okay, schnell weg. Ein DVD-Abend ist was echt Tolles. Also, ihr habt da Gaudi, das ist... Hahaha! Wett mir, da ist der große Schlüssel. Nee. Ach, hier bin ich jetzt. Das war jetzt gerade echt unfair. So. So. Oh fuck. Fuck. Ah, mir gehen meine Herzen aus. Vor allem muss man bedenken, ich hab nämlich keine Fee mehr. Oh yeah, baby. Oh boy. Okay. 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 Gut. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir uns irgendwie mal auf die Suche nach dem Item des Tempels. Wir haben es ja schon gesehen, aber nicht, wie wir dorthin kommen. Ach, das ist ja interessant zu wissen. Der Enterhaken macht euch Instant Kill. Äußerst interessant zu wissen. Mich würde noch mehr interessieren, wie zum Beispiel, wo ist die nächste Fee? Gehst du da bitte... Link, gehst du da mal bitte rein? Dann gehen wir mal da rein. Wupp. Alles klar. Okay, okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Gut, 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 gut. Ich weiß Bescheid, wie ich da hinkomme. Jetzt bin ich gleich tot. Und ich bin tot. Ich bin tot. Das ist heute das Spiel. Game over. Speichern und weiter. Level 5. Eispalast. Da ich jetzt aber keinen Bock habe, mir eine Fee zu besorgen, obwohl das total schnell eigentlich geht. Leute, ich besorge mir kurz eine Fee. Also, kleinen Schnitt. Bis gleich. Hier. Dingens, Kirchen. Alles klar, Leute. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Past. Ich habe mir kurz einfach ein paar Feen besorgt und jetzt, wo ich hier auf die Zeit schaue, merke ich, dass es absolut sinnfrei ist, dass ich das jetzt noch aufnehme, denn dieser Part ist vorbei. Ja, er ist vorbei. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Runter. Okay. Hoch. Ich glaube, ich musste hoch insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Hahaha. Da weiß ich doch gleich was. Ich weiß, wo ich bin. Ja, haha. Aber deswegen mache ich den Part mal ganz, ganz kleines bisschen länger. Keine 50 Minuten oder so, aber ein bisschen länger. Oh, Leute, ihr seid so freundlich zu mir. Verpiss dich. Nein! Die kann ich ja gar nicht vorbei, fällt mir gerade auf. Das ist ja scheiße. Und wir wollen dazu sagen, ist ja völlig klar. Herzlich willkommen zu FCB TV. Wer kennt FCB TV, Leute? FCB TV ist was absolut Tolles. Ist lustig. Denn zum Schluss kommt Oliver Kahn mit dem Betthub voll. Das Betthub voll ist ja fast das Beste. Ja, und da kommt jetzt noch der Olli mit dem FCB-Betthub voll. Gut. Ich muss dich also töten. Wie du willst. Dann vernichte ich dich.
Und hier durchrushen, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Und dabei 500 Millionen Herzen verlieren. Oh Gott, wie viele Herzen habe ich jetzt verloren? Locker 5 Stück. Wow! 6 Stück. Na komm, ein bisschen schneller, komm. Danke. Zack. Zack. Ah, okay, wir sind rum. Dann hier runter. Bum, bum, bum. Bums. Schön verbrennen. Brenn, Baby, brenn. So. Oh, ich bin schon wieder drauf reingefallen. So. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich jetzt lang muss. Okay. Ich glaube, dass ich hoch muss. Nein! So. Toll, ich weiß aber immer noch nicht, jetzt wurde... Oh, fuck. Yeah, Mann, das habe ich hier richtig professionell gelöst. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der Boss ist. Das auch nicht. Free. Dann so. Ja, hier wollte ich hin. Das Viech hat mir jetzt nicht wirklich 4 Herzen abgezogen. Boah, Alter. Oh, ich glaube, ich häng. So, was gibt's hier? Was ist denn das? Die blaue Rüstung. Ah, stimmt, die gab's ja auch noch. Sieht irgendwie cool aus, oder was meint ihr? Jetzt machen mir die Gegner weniger Schaden, jetzt machen sie mir keine 4 Schaden mehr. Gab's nicht irgend sowas von der tolle Igel? Oder von wem war das? Der Affe macht 4 Schaden. Irgend sowas gab's da doch, oder? Kann das sein? Oder täusche ich mich da jetzt? Irgend sowas habe ich mal von Sui gehört. Weil ich hab das Original ja nie gesehen. Der Affe macht 4 Schaden oder so. Ich hab's nur bei einem Let's Play von Sui gehört oder von HSW oder ich weiß nicht mal von wem. Okay, das sieht danach aus, als ob es hier irgendwie so Feen geben würde. Schön. Gut, Leute, aber ich würde mal sagen, jetzt reicht's endlich mal. Im nächsten Part machen wir dann weiter bei The Legend of Zelda Link to the Past. Wir haben die blaue Rüstung, wir sind toll, wir haben ein rotes Schild und tschüss.